Servus Freaks, Inside Brose Baskets TV Magazin. Schön, dass ihr mit dabei seid. Heute einmal hier draußen aus dem schönen Bamberg. In der Halle wird nämlich gerade Examen geschrieben der Uni und deswegen heute mal von hier draußen. Wir beschäftigen uns zu Beginn der Sendung ganz ausführlich mit dem 75. Geburtstag von Franz Stegner. Ihr wisst, dem Chef der Firma Stechert, und da haben sich die Brose Baskets Verantwortlichen es natürlich nicht nehmen lassen und herzlich gratuliert. Ja, ich denke, Franz Stegner hat uns natürlich geholfen, als es darum ging, dieses Hallenthema zu lösen. Dafür sind wir ihm dankbar. Und er hat natürlich eine herzerfrischende Art, mit der er uns immer wieder viel Freude auch bereitet. Vielleicht so die kleine Anekdote, das fand ich schon wirklich richtig prima, als es diesen Stechert Cup zu gewinnen gab, als er gesagt hat, eben nach dem Double jetzt der Höhepunkt der Gewinn des Stechert Cups. Ja, zum einen unglaublich, dass Franz Stegner heute wirklich 75 Jahre alt wird. Er hat eine Energie, eine Vitalität, wenn man ihm so zuhört. Da kommt er aus Moskau, da fliegt er nach China, überall rüstet er die Hallen aus. Dazwischen flirtet er noch mit Dolly Buster und übernimmt das Namenssponsoring für die Arena. Also er ist ein Hansdampf in allen Gassen, dabei unglaublich liebenswert und bodenständig. Ich finde, das ist eine ganz tolle Partnerschaft und ich wünsche ihm noch ganz viele tolle Jahre, uns gemeinsam mit ihm, und er soll so bleiben, wie er ist. Und er ist natürlich immer noch Fußballer, aber er ist natürlich viel, viel mehr Basketballer geworden, kennt sich da schon hervorragend aus, und das hätte ich mir nie vorstellen können. Aber ich muss einfach den Hut ziehen vor jemand, der 75 Jahre ist und so viel Vitalität hat, so viel Lebensbegeisterung und noch so viel bewegen kann. Wenn man überlegt, dass er ja das Business, was die Stühle betrifft, in ganz großem Umfang noch alleine macht und dass er bei jedem Sportereignis ist, man kann hingehen, wo man will, ob man in die Allianz Arena geht oder ob man nach München geht, in Audi Dome, ob man nach Ulm geht, in die neue Arena. Erstens gibt es da seine Stühle, aber es gibt auch ihn. Also wie er das Pensum ableistet, ist für mich unglaublich. Also ich bin ja jemand, der viel arbeitet, aber Franz Stegner ist unglaublich. Also ich wünsche ihm alles, alles Gute. Ich hoffe, dass er gesund bleibt, noch lange gesund bleibt, weil solche Typen und solche Persönlichkeiten, die gibt es einfach nicht mehr. Und ganz, ganz große Anerkennung. Und ich hoffe, dass wir noch lange zusammenarbeiten. Die Verantwortlichen haben also schön brav gratuliert. Genauso schön und genauso brav hat natürlich auch die Mannschaft Servus und Gratulation gesagt. Aber nicht nur schön, sondern auch ganz schön schreck. Lieber Franz, wir wünschen dir zu deinem Geburtstag alles Gute im Namen des ganzen Teams der Brose Baskets und wollen mit dir noch viele Titel gewinnen. Danke für deine Unterstützung und dein Engagement, ohne dass die Brose Baskets nicht da wären, wo sie momentan sind, und zwar ganz oben. Also nochmal alles Gute, bleib gesund und wir freuen uns auf dich. Dear Franz, on behalf of everybody at Brose Baskets, we want to thank you for all of your support over the last couple of years. You're a big part of our success and a big part of our arena, Stechert Arena, and making it a true home court. We want to thank you again and wish you a very happy birthday. Lieber Franz, alles Gute zu deinem 75. Geburtstag. Ich möchte mich für die Unterstützung und dein Engagement bedanken. Die Mannschaft braucht dich. Pass auf dich auf. Viele gute Jahre noch. Danke. Happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday, dear Franz. Happy birthday to you. Was sich so locker anhört, wenn die Basketspieler da ihre Glückwünsche sagen, das ist ganz schön harte Arbeit, und dementsprechend gab es natürlich auch das ein oder andere kleine Missgeschick, und das will ich euch natürlich nicht vorenthalten. Warte, ich muss. Ja, das ist ein gutes Geburtstag und vor allem. Ich will viele Titel gewinnen. Danke für deine Unterstützung und Engagement. Oh, damn. Läuft. Okay. Jo. Soll ich es halten? Lieber Franz, wir wünschen dir im Namen der Brose Baskets alles Gute zu deinem Geburtstag. Ach, komm schon. Oh, yeah, you're laughing, you're the next, my friend. You, yeah. Willst du nochmal? Ja, mit Dolly Buster, jawohl. Willst du nochmal, oder? Ha? Passt. Na, ich probiere es nochmal. Willst du nochmal? Okay. Lieber Franz, alles Gute zu deinem 75. Geburtstag. Ich möchte mich für die Pips müssen. Damit also jetzt genug gratuliert, und wir gehen rein in die Feierlichkeit zum 75. von Franz Stegner, was das Geburtstagskind dazu gesagt hat und vor allem, wie er sich zu Hause so gibt, was da seine Frau alles rausgelassen hat. Das gibt's jetzt.
Zu seinem 75. gewährt Franz Stegner ganz private Einblicke in sein Leben. 1937 geboren, verschlägt es den jungen Franz schnell ins Arbeitsleben und die Firma Stechert. Die führt er zuerst als Angestellter, später als Chef zu Weltruhm. Kaum eine Arena, kaum ein Stadion weltweit, das nicht mit Stechert-Stühlen ausgestattet ist. Neues der Coup, die Stadionbestuhlung für die Olympischen Spiele in Brasilien. Dabei immer an seiner Seite Frau Maria. Wie ist es, mit dem Herrn der Stühle verheiratet zu sein? Ja, sehr anstrengend, zeitweise. Manchmal, also wenn er schläft, ist es wunderbar. Weil er ist immer abends so kaputt, dass er sich dann in seinen Stuhl setzt, in diesen Stressless oder wie das Ding heißt. Und da schläft er gleich ein beim besten Fußballspiel. Muss ihn immer wieder wecken. Aber sonst, naja, gut. Also ich bin ja auch immer noch voll aktiv und wie gesagt, ich muss halt immer, ich komme erst einmal, erst kommen die Firma, dann kommen Fußball, Basketball und dann kommt der Zeit nichts und dann komme ich. Franz Stegner, 75 Jahre, alles Gute. Wie war der heutige Tag? Der war hervorragend, der war so, wie ich mir das gewünscht habe. Keine Ausfälle, alle waren lustig. So wie sich der Franz Stegner das wünscht, so wie er das auch meint, wie es gemacht gehört. Lauter Freunde eingeladen, die wirklich Freunde sind. Und ich muss sagen, ich habe auch an die Freunde gedacht, die ich eingeladen habe und leider nicht kommen konnten. Ich habe auch an die Freunde gedacht, die kommen wollten, die ich eingeladen habe. Moderiert wird die Gala übrigens von Stegners Dudes-Freund und Sportkommentator-Ikone Waldemar Hartmann. Und noch ein alter Bekannter lässt sich die Party nicht nehmen. Ein Haudegen ist ein auserwählter Mensch. Der wird mit 90 genauso sein, wie er mit 30 war. Und der geht durch dick und dünn. Das sind die Leute, die wir brauchen, die es gar nicht mehr gibt. Er ist ein Pfundskerl, ein Mensch, ein Kamerad und ein Könner. Also wohlauf, Franz, hau rein. Bleibt auch von uns nur noch zu sagen, alles Gute, Franz. Stiftung Warentest hat 11 Einbaugeschirrspüler getestet. Testsieger wurde die Marke Beko mit Wechselspültechnik. Beko Hausgeräte. Alle reden über Energie. Und ich würde gerne wissen, wie das mit den erneuerbaren Energien weitergeht. Klar, es muss immer genug davon da sein. Wenn ich mir zum Beispiel eine Pizza in den Ofen schiebe, dann wird der Strom dafür doch wohl nicht mehr kosten als die ganze Pizza. Jetzt sag mal, Eon, kriegt ihr das alles hin? Dazu hätte ich gerne mal eine klare Ansage. Hallo Frau Kuhn, wir gestalten die Zukunft der Energie. Allein in Deutschland erzeugen wir heute schon Strom aus erneuerbaren Energien für über 5 Millionen Menschen. Und wir arbeiten weiter daran, dass Energie sauberer wird und bezahlbar bleibt. Mehr unter eon.de. Neuen Magnum Temptation Chocolate abhalten. Feines Schokoladeneis. Weiße Schoko- und Brownie-Stückchen, umhüllt von knackiger Schokolade. Magnum für Genießer aus Leidenschaft. Gotthil, wie lange willst du eigentlich noch auf meinem Stuhl Copacabana hocken bleiben? Ich hocke auf einem Stechertstuhl. Es gibt nichts Besseres auf der Welt. Und ich bleibe hier sitzen bis zur 5. deutschen Meisterschaft. Mitsubishi Meyer, Ihre Zufriedenheit ist unser Antrieb. Ob im Verkauf oder in der hauseigenen Werkstatt, wir sind für Sie da und das seit 90 Jahren. Mitsubishi Meyer, Ihr Spezialist für Mobilität in Schlüsselfeld und Neustadt an der Aisch. Echte Backspezialität bedeutet für Fuchs Regionalität, traditionelle Rezepte und kunstfertige Handarbeit. Und damit Sie diesen wunderbaren Geschmack auch genießen können, kommen die Fuchs-Spezialitäten stets ofenfrisch auf Ihren Tisch. Fuchs, Ihre Familienbäckerei. Wechseln Sie jetzt zu E.ON Ökostrom aus 100% erneuerbaren Energien. Bike Outlet Store. Teuer kaufen hat ein Ende. Na, klingelt's?
Sparen Sie beim Kauf, nicht bei der Leistung. Markenfahrräder zu besten Preisen. Service und Zubehör für alle Fahrräder. Bike Outlet Store. Vergleichen Sie. Bike Outlet Store. In Bamberg neben Marktkauf gegenüber Hornbach. Bike Outlet Store. Na, klingelt's? Wir bringen nicht nur die Champions sicher ans Ziel. Omnibus Kramer, offizieller Teampartner der Brose Baskets Bamberg. Zurück bei Inside, dem Brose Baskets TV-Magazin, den 75. von Franz, den lassen wir jetzt hinter uns und widmen uns einem Kranken, im Moment ja verletzt, Julius Jenkins. Aber trotzdem haben wir ihn getroffen und mal drei ganz private Fragen gestellt. It definitely has changed, you know. I became the dad of two daughters now, so I mean it's not drastic for me, but you know it is a big thing. And but it has been great, you know. Everything has been going smooth. She's healthy, so that's the main thing. So it's just been a happy 3 months. You know, everybody asks me that, but. It's good, you know. My wife is good. She's been doing really good with the girls, and you know, I get my away time when I go to practice. So when I'm home, you know, I do get the family time in, and it's been great. I don't know. It's so relaxing, you know. Just hearing the waves on the water, you know. I like to go deep sea fishing, so. Just out there, you alone, you have time. You know, I got a couple of my best friends with me, and we just relax and have a good time. And it's nothing like when you hook a fish and reeling them up. It's a certain kind of feeling. So I like it. Auch von unserer Seite aus natürlich nochmal alles Gute und gute Besserung, Julius Jenkins, auf dass es ganz bald wieder funktioniert mit dir. Zum Abschluss der heutigen Inside-Ausgabe blicken wir mal zum Nachwuchs der Brose Baskets, genauer gesagt zum Nachwuchskonzept. Da gibt es ja sogenannte AG-Grundschulen und da haben wir mal eine in Kirch-Ehrenbach im Landkreis Forchheim besucht. 25 Kids, allesamt zwischen 8 und 10 Jahren, spielen einmal pro Woche Basketball. Das ist nichts Besonderes, sie tun es in diesem Fall aber als Schulfach. Grundschul-AG heißt das Zauberwort und das kommt bei den Mädels und Jungs richtig klasse an. Dass man mit seinen Freunden abhängen kann und die Spiele. Körper werfen, dribbeln, die Spiele. Hinter dem Projekt stehen natürlich die Brose Baskets. Sie initiieren die Grundschul-AGs mittlerweile in ganz Nordbayern, darunter eben auch Kirch-Ehrenbach. Allerdings, ohne Sponsoren würde das alles so nicht funktionieren. Nachdem es bei den Kindern immer heißt, sie sitzen zu viel vorm PC, sie bewegen sich zu wenig, haben wir irgendwann mal angefangen, eins und eins zusammenzuzählen, haben gesehen, in unmittelbarer Nachbarschaft gibt es einen Erstligaverein im Basketball, der eigentlich weit über die Region bekannt ist, eine hervorragende Kinder- und Nachwuchs- und Förderarbeit zu leisten. Und so sind wir seinerzeit auch ein Stück weit ins Gespräch gekommen, sind jetzt in der vierten Saison der Zusammenarbeit und von Saison zu Saison wird es mehr, was wir gemeinsam für die Kinder tun. Wir wollen in den Schulen in der ganzen Region sein, wir wollen für Kinder kostenlos Basketball anbieten und da brauchen wir natürlich die Unterstützung von Partnern wie den Vereinigten Raiffeisenbanken, welche mit uns eben dieses Sportangebot überhaupt erst möglich machen. Und so ist Kirch-Ehrenbach auch nicht die letzte Grundschul-AG, die es geben wird. In Coburg etwa ist vor kurzem ebenfalls der Vertrag für Schulstunden geschlossen worden. Und daher kommen immer mehr Kinder in den Genuss eines professionellen Trainings mit ausgebildeten Jugendtrainern der Brose Baskets. 1,5 Stunden Spaß und Basketball pur. Also es geht hauptsächlich um den Spaß, dass die Kids sich bewegen. Und wenn dann der ein oder andere was lernt, ist es natürlich noch das i-Tüpfelchen. Aber wir wollen einfach, dass die überhaupt auch hier in der Fränkischen Schweiz mit dem Basketballsport bekannt werden. Hier gibt es nicht so viele Basketballvereine. Daher den Kids in Kirch-Ehrenbach weiterhin viel Spaß. So viel Insight für heute. Wir können uns wiedersehen in 2 Wochen. Und dann, versprochen, gibt's auch mal wieder was zu gewinnen. Bis dahin, macht's gut. Ciao, servus.